Es ist wundervoll hier. Einfach spitze. Ganz große Klasse. Ihr habt so ein Glück, ey, dass ihr so viele tolle Skigebiete habt. Da finden die Jäger sicher ganz viel Arbeit. Ja, du hast schon recht. Wir haben ein schönes Platz. Ja, das bringt natürlich haufenweise Arbeit, gell? Aber zuletzt hat eine Freundin von mir, die hat selber auch gesagt, dass in den Saisonen fast keine Zeit mehr für ihre Kinder hat. Das ist schon schlimm. Ja, du hast recht. Das ist schade. Mensch, und die Preise sind hier so teuer, ey. Eine Tüte Fritten für 4,90. Völlig übertrieben. Ja, aber da kennen wir auch nicht aus. Wir müssen auch den Preis zahlen. Das ist ein großes Problem in unserem Land. Und dann die Umwelt. Na, wenn sie es Urlauber wissen, was wir für einen Haufen Müllwinger eigentlich haben. Nee, da muss ich uns jetzt aber verteidigen, ne? Das macht ihr auch. Letztes Mal, luffe auch auf dem Hochkönigluft, stolper ich doch glatt über so ein Frikadellenbrötchen, das so ein Ösi vor mir fallen hat lassen. Mensch, der Dieter hat den eingebrüllt. So schnell wird der das nicht mehr machen. Na gut, sie fickt. Manchmal schauen wir mich für solche Leute. Ja, ich wollte letztes Mal auf den Kinnig aufgehen. Aber so ein Verkehr und der eine Piefke vor uns hat das Gas mit den Bremsen verwechselt. So leicht ist das für uns auch nicht, den richtigen Weg zu finden. Mensch, denk mal, wenn es bei euch mehr Öffis gäbe, ey, ihr hättet weniger Umweltverschmutzung und das Problem mit dem langsamen Fahren wäre auch nicht mehr. Ja, das ist eine gute Idee. Wenn wir eure Rücksicht nehmen, dann haben wir in ein paar Jahren am Tourismus nichts mehr auszusetzen. Da hast du recht, ne? Denn eigentlich ist der Tourismus ja wundervoll. Man lernt andere Menschen kennen und so hat jeder was davon. Ja, das stimmt. Fertig. Tschüss.